Lange hat es gedauert, bis sich die Damen des TTSV Frohlautern über ihren Aufstieg in die erste Bundesliga freuen konnten. Der Verein fand anfangs keine Geldgeber für Neuverpflichtungen, um in der höchsten Spielklasse zu bestehen. Am Ende hat es doch noch geklappt und der TTSV Frohlautern meldet sich für die Bundesliga. Blieb nur noch die Frage nach der neuen Topspielerin. Diese wurde heute bei einer Pressekonferenz in den Räumen des neuen Ausrüsters Dornick vorgestellt. Li Fan, Chinesin, 29 Jahre und der Top-Zugang des TTSV Frohlautern für die kommende Bundesliga-Saison. Nur persönlich war Frau Fan leider nicht anzutreffen bei ihrer Präsentation. Heinz Falk übernahm die Vorstellung. Ja, die neue Spitzenspielerin heißt Li Fan, ist 29 Jahre alt, stammt aus Tianjin in China. Li Fan hat jahrelang für die Nationalmannschaft von China gespielt und in der chinesischen Superliga. Das heißt, sie ist mit Weltklasse-Spielerinnen auf Augenhöhe und wir versprechen uns von ihr, dass wir attraktives Weltklasse-Tischtennis nach Frohlautern bekommen. Dafür soll auch Trainer Pavel Solja sorgen, der mit seinen beiden Töchtern Amelie und Patricia zugegen war. Während Amelie hier links im Bild schon letzte Saison den zweitbesten Schnitt in der zweiten Liga hatte, soll die jüngere Schwester Patricia ein weiterer Baustein für die Tischtennis-Zukunft in Frohlautern sein. Patricia Scholja ist erst 12 Jahre alt und von ihr erwarten wir sehr viel noch in den kommenden Jahren. Sie ist das Top-Talent im Damensport in Deutschland und ich denke, dass sie sich hervorragend entwickeln wird, auch in Frohlautern, ähnlich wie ihre Schwester. Für die kommende Saison ist der TTSV immer noch in Verhandlungen mit Sponsoren, die glaubt man Falk, positiv ausgehen werden. Als Saisonziel hat Frohlautern ohne Wenn und Aber den Klassenerhalt in der mit 9 Teams höchsten deutschen Spielklasse ausgegeben.